Hinter unserem Wochenendhäuschen gibt es draußen eine Dusche. Und für unsere Seife haben wir dort ein kleines Plastikkörbchen aufgehängt. Doch als ich neulich, es war Anfang Juni, unsere Seife in das Körbchen legen wollte, war es leider schon besetzt. Ein kleines Nest mit 5 Eiern lag darin. Um die Vogeleltern nicht zu verscheuchen, war es also erstmal nichts mit Duschen. Als wir dann 2 Wochen später wiederkamen, schliefen wir gleich zur Dusche, um uns das Nest im Seifenkörbchen anzusehen und schaut mal, was passiert war. Aus den 5 Eiern waren 5 winzige Vögelchen geschlüpft. Bei der kleinsten Berührung des Nestkörbchens sperrten sie weit ihre Schnäbel auf und wollten gefüttert werden. Und wenn ich machte, sperrten sie ihre Schnäbelchen so weit auf, also weiter ging das wirklich nicht. Wenn wir das nächste Mal wieder hierher kommen, sind die 5 bestimmt schon raus aus dem Nest. Und dann können wir auch endlich wieder duschen.